Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, liebe Freunde, wir waren ja beim letzten Mal in dieser Mission unterwegs, von der Mars-Mission. Und müssen jetzt hier tatsächlich gegen die Erde kämpfen. Haben dafür den Mond Phobos hier befreit von den Erdianern, von den Erdlingen. Und genau, machen dann jetzt einfach mal weiter, würde ich vorschlagen. So, wir waren beim letzten Mal hierbei, dass wir den Mond endgültig von Einheiten befreien. Na, weil das ist ja auch komisch, dass da wieder Einheiten kamen, obwohl wir den Mond komplett befreit haben. Also irgendwas ist hier sehr komisch. So, okay, wir kriegen wieder Eisen rein. Brauchen wir bitte zwei Bürger. Und, Flugdeck bereit machen. Da kommt... Da sind die Transporter. Ja, verdammt nochmal. Okay, das heißt, die müssen wir hier mal ein bisschen nach vorne ziehen. So. Dann... So, genau, da haben wir Raumjäger. Ja, alles klar. Hier ist ein Panzer. So, der ist irgendwie durchgekommen, keine Ahnung warum. Und ja, dann gucken wir mal hier. Genau. Und machen wir weiter. Der Transporter kommt gleich an. Da sind wieder Panzer durchgekommen. Ja, alles klar. Und die machen jetzt hier die Panzer kalt. Finde ich gut. Ja, da ist das Yamato-Kapitol-Schiff. Sehr schön. So, der Transporter ist angekommen. Dann setzt die Panzer mal bitte hier unten ab. So, weil da stehen komischerweise noch Einheiten. Jede Menge sogar. Aha, das Roboter. Ja, krass auf jeden Fall. Das heißt, wir müssten den Mond absichern. Echt komisch. Aber gut, ist erstmal okay. So. Ja, okay. Da müsste ich erstmal gucken, wo die Transporter herkommen. Damit wir da erstmal dann schön, ja, schön Lasertür... Ach, verdammt. Schöne, ja. Wie sagt man? Geschütze, genau. Geschütze aufbauen. Und wartet mal. Könnt ihr... Eine Raumkorvette. Wir werden angegriffen. Och, das gibt's doch nicht. Ah ja, stimmt, die Stelle gibt's ja auch noch, ne? Oh, Leute. Ah, guckt mal, Raumbasis vom Mond. Oh, okay. Hehe. Und die haben hier weiter ihren Spaß. Okay, ich verstehe schon. Ja, gut. Aber die werden hier jetzt definitiv abgefangen, ne? Wo könnt... Was könnt ihr machen? Ah, okay. Ihr könnt einfach... Okay, dann stellt ihr euch mal bitte da vorne hin, weil wir haben hier ordentliches... ordentliche Einheiten, ey. Schaut euch das an. So. Ah, können wir leider nicht alle anwählen. Stellen wir die auch mal hier vorne hin. Mein Gott, was wir hier an Verstärkung kriegen. Das ist schon heftig. So, die Panzer können wir auch nach vorne ziehen. Okay, ja, wunderbar. Okay, das heißt, wir brauchen hier noch einmal einen Bürger oder zwei oder drei, die uns hier Geschütze aufbauen rund um den Phobos-Mond. Genau. Und da würde ich vorschlagen, ja, machen wir das. Haben hier einen Transporter. Wir könnten weitere Ares-Roboter bauen. Aber wozu? Ne? Wozu? Ja, da kommen welche. Die sitzen die hier vorne ab. Okay. Okay, ihr seid nur fünf. Geh doch mitarbeiten. Was machst du denn da? So, V hier. So. Einmal Laserkanone, bitte. What? What?
Okay, dann macht das mal bitte. Ah! Wo kommt ihr denn her? Wo kommt die denn her? Ne, 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 nix, 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 nix. Wo kommt ihr denn her, ihr Penner? Och. Das gibt's doch nicht. Die sind voll auf meine Bürger fixiert. Ach, mein Gott. Da sind Roboter, das... Ah, okay. Da oben kommen sie. Okay, da oben kommen sie an. Okay, das heißt, wir brauchen die Yamato. Komm mal hoch. Komm mal hoch, bitte, Yamato. Und dann mach die mal platt da, bitte. Boah, die werden hier voll belagert. Das ist krass. Das ist krass, Freunde. Wir werden hier total belagert. Wir werden hier total belagert von denen. Unglaublich. Du könntest uns auch mal helfen, ne? Naja. So, die Yamato ist zum Glück schön schnell. Dann mach mal bitte einmal Todesstrahl auf ihn hier. So, gucken wir mal, was das bringt. So, Yamato, bitte. Oder schieß normal drauf. So, ah, geil. Okay. Okay, das heißt, wir haben hier eine richtig geile Unterstützung. Sehr gut. Oha. Okay, das könnte ein bisschen knapp werden. Aber wenn wir Glück haben, passt das noch. Oh, alter Schwede. Energie 75. So, mach das weg. So. Oh Gott, das wird ganz schön knapp. Oh Gott, das muss aber... Das muss reichen, komm, bitte. Ganz knapp. Ganz knapp. Du musst dich... Kannst du dich reparieren? Scheiße, die repariert sich. Nee. Nein. Hä? Was? Blau? Ach, blau. Nee, das ist Mond, tatsächlich. Mach den kaputt. Los. Boah, danke. Wir werden angegriffen. Oh, okay. Okay, die ist, ja. Och, nö. Ja, gut. Wir brauchen einen Weltraumdock, denke ich. Wir müssen die Yamato reparieren. Ach, und wir müssen hier unten auch noch was machen? Eieiei. Ja gut, aber die Panzer kommen nicht mehr. Okay, das heißt, Roboter können wir nach oben ziehen. Was für eine krasse Vision, ne? Ah, oder? Hä? Wie? Kapitän auf die Brücke. Wie jetzt? Wir können nicht repariert werden. Was ist das denn? Orbitale Raumschiff. Ah, okay. Ein Krankenhaus vielleicht? Krankenhaus? Vielleicht, also probier mal. Wir müssen eigentlich noch mehr Kanonen aufbauen hier, damit ja nicht wieder so blöde Panzer durchkommen, ne? Oh, und ich merke gerade, wir haben kein Kohlenstoff mehr. Jawohl, Sir. Okay, wir haben keinen Kohlenstoff mehr. Problem. So. Ja, hier wieder. Ist doch ganz klar. Wie kannst du dich heilen? Ne, das Ding heilt sich nicht. Warum nicht? Ach, das gibt's doch nicht. Gold 2000. Eisen 1000 haben wir. Wir brauchen 2000 Kohlenstoff dafür, ey. Boah, shit.
Bitte seid jetzt nicht hier wieder Panzer. So, dann. Einmal hier komplett rumherum. So. Und die anderen beiden. Anderen drei bitte auch hier. Einmal hier oben bitte. So. So, alles klar. Dann haben wir hier abgesichert. Kapitän auf die Brücke. Ich würde das gerne heilen, das Ding. So. Brauchen aber mehr Kohlenstoff dafür. Aber die brauchen zum Glück keinen Kohlenstoff. Ne, die brauchen nur Gold und Eisen, die Weltraumgeschütze. Okay. Ja, alles klar. Dann würde ich vorschlagen, bauen wir mal so Raumkapitol. Gold und Eisen. Braucht alles Gold und Eisen. Ne? Raumtransporter brauchen wir nicht. Das hier ist für... Okay. Raumkapitolschiff. Was ist der Unterschied zwischen dem und dem? Wir werden angegriffen. Ja, wieder hier. Mannequin. Ja, wobei, das kann man ja jetzt unterbinden. Ne? Bau mal bitte... Wie viel braucht man? 6 Stück. So, 6 Stück. Die lasse ich dann hier unten vorkreisen. Flugdeck bereit. Ach, guck mal, wir haben ja noch unsere Raumbasen. Die können wir eigentlich mal... zurückziehen. Hallo? Stopp. So. Brauche Ziel. Zieht ihr euch bitte zurück? Positiv. Flugdeck bereit machen. So. Okay. Bitte einmal zurückziehen. Brauche Ziel. Jawohl. Wir bauen hier unsere Streitkraft weiter aus. So. Ich finde das Geräusch geil. So, ja, dann. Weiteres Geschütz. Dann können die Panzer bitte ins Krankenhaus. Ah, sehr schön, Leute. Es geht voran. Es geht voran. Und ihr... Stellt euch bitte mal hier so auf. So, dann haben wir jetzt endlich mal... haben wir jetzt endlich mal was gegen die Manneken. Ah, guckt mal hier. Da. Hahaha, sehr gut. Und weg damit. Das wird abgefangen. Das ist sehr gut. Alles klar, die werden abgefangen. So. Ah, einmal noch, okay. Dumme Transportschiffe. So, aber wir können hier eine Blockade errichten. So. Wunderbar, dann können wir jetzt nämlich die Panzer hier auch zurückziehen. Wo ist mein Transportschiff? Ah, da ist sogar noch einer. Okay. Ja. Gebiet wird gescannt. Ja, yeah, Gebiet wird gescannt hier. Die Frage ist jetzt, warum kriege ich keinen Kohlenstoff? Ach, warum? Was macht ihr denn da schon wieder? Mach mal bitte hier eine neue Basis hin. Und diese vielen Einheiten kann man eigentlich auch mal noch mit nach drüben tragen, ne? Eigentlich schon, ja. So, dann ihr hier. Du bringst das bitte hier rein. So. Und ihr drei. Ja, müssen wir jetzt auf Kohlenstoff warten, ne? Wir brauchen mehr Kohlenstoff. So, die beiden Generäle lasse ich mal in der Basis drin. Boah, diese Verstärkungen sind echt krass hier, die wir kriegen. So, und dann haben wir jetzt auf dem Mars endlich mal Ruhe. Okay. Schon mal gut. Ja, wobei mehr Bürger sind eigentlich immer gut, ne? So. Dann sparen wir mal ein bisschen Kohlenstoff, Freunde. Weil ich würde dieses Ding hier gerne heilen. Definitiv. Da kommen trotzdem noch welche durch. Wie jetzt? Wie kommen die noch hier durch? Interessant. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet, um ehrlich zu sein. Aber okay, dann könnt ihr mal bitte wieder hier hin, ihr Panzer. Ah, da klingelt meine Uhr wieder. Er ist jetzt direkt neben der Uhr, deswegen hört sich das für euch so laut an.
Aber passt schon. So, wir haben mittlerweile 400 Kohlenstoff. Könnten theoretisch, ne, könnten wir noch nicht. Ja. Ich denke mal, brauchen wir hier die Panzer? Wo ist eigentlich mein Transporter? Wo ist mein... Da ist er. Okay. Gut. Dann bitte einmal hier. Hier die paar Panzer abholen. Na, dann... So. Gut. Warum geht ihr nicht direkt Holz hacken? Das verstehe ich nicht. Ah, Holz hacken. Für mich ist das noch Holz hier. Kohlenstoff. Ah, gut, alles klar. Der erste Panzer kommt an hier. So. Gut. Können wir irgendwelche Bauwerke bauen? Nee, können wir nicht. Zeitmaschine? Wozu auch immer? Wozu brauchen wir eine Zeitmaschine? Orbitale Raumstation. Ja, die hätte ich gerne. Raumschiffmoral. Das Ding ist halt, wir brauchen ungelogen 2000 Kohlenstoff. Das ist heftig. Das ist heftig. Aber gut. Wir kriegen jetzt durch 11 Bürger ordentlich Kohlenstoff rein. Ja, da sind wir schon bei fast 1000. So. Alles klar. Ach so, ja. Wartet mal, der Transporter ist jetzt hier angekommen. Ich denke mal, hier müssen wir nichts mehr befürchten. Zur Not. Moment. Zur Not bauen wir bitte hier ein paar Türmchen hin. Ich meine, wir haben es ja. Ne? Wir haben ja genug Steine. Wir können ja einmal so einen Turmring drum bauen. So, genau. Ja, so passt das. Ah, wunderbar, Freunde. Das geht voran, das geht voran, das geht voran. Ich baue doch hier Bürger. Ah! Verdammt. Wir haben Bevölkerungslimit erreicht. Deswegen kriegen wir keine Verstärkung. Ich verstehe. Okay. Na gut. Ja, schaut euch das mal an. Wir haben hier ja ordentlich einiges an Einheiten, ne? Das ist schon heftig, ja. Das ist schon krass. So. Natürlich. Okay. Dann bitte einmal den Transporter zurück. Ich warte. Verstanden. Ja, obwohl, wir bräuchten eigentlich noch einen Transporter, ne? Bereit. So, dann... Ja, wir haben halt Bevölkerungslimit gerade erreicht. Hm. Da. Dann bau einen Transporter. Dann haben wir noch irgendwas, was wir hier nicht brauchen werden. Ja, diese Raketensoldaten, die werden wir nicht brauchen. Ne? Deshalb, okay. Dann bauen wir noch zwei Transporter. Ja, ich meine, wir haben es ja. Ne? Und die bauen hier schön die Türme weiter, das ist gut. Schön verteidigen. Ah, und wir haben gleich 2000 Kohlenstoff. Das heißt, der eine, der kann dann jetzt hier dieses, genau, diese orbitale Raumstation bauen. Du kannst dem bitte helfen. Oh, scheiße, okay. Das hört sich so an, als wäre das ein Weltwunder oder so, dass die dann alle angeschissen kommen. Oh Gott. Kapitän auf die Brücke. Ich hoffe nicht. Bam, 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 badabam, bam, 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 bam. So, was brauchen wir denn hier jetzt noch nicht? Dieses Dinger-Soldaten, die brauchen wir eigentlich auch nicht, würde ich vorschlagen. Das hört sich geil an, ich weiß, aber... So, ich würde nämlich ganz gerne
total gerne auf nur auf Panzer und auf Lufteinheiten setzen hier. Ja, deswegen. So, die sind, ja, die bauen da. Bam, 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 badabam, badabam, bam, bam. Geile Wucke hier. Oder ich würde auch gerne halt auch mal Raumkapitolschiffe bauen. Gold, Eisen. So. Okay. Weil bevor die da alle angeschissen kommen, ne? Nicht wahr? Ich kenne das doch mit den Weltwundern hier. Orbitale Raumstation. Das sieht schon geil aus. So, hi. Boah. Die ziehen ganz schön viel ab, halten ganz schön viel aus. Ja. Ah, die haben auch so einen verheerenden Todesstrahl. Okay. So wie die Yamato auch. Okay. 8000. Die hat 12000. So viel besser ist die gar nicht als so ein normales Ding. Naja, gut. Dann macht man mehr Schaden. So. Alles klar. Gut. Dann. Die haben wir. Was ist das hier? Schwere Mörser. Ja, nimm die mal mit. Komm. Nimm die mal mit. Wo ist mein anderer Transporter eigentlich? Ah, hier. Okay. Jawohl. So. Da passen 5 Panzer rein, ne? Ja. Okay. Gut. Das heißt, wir sind hier. Hier kommt nichts mehr rein gerade. Das ist gut. Können wir hier einen Einheitenmix einfach reinmachen, ne? Wobei das Ding ist voll. Boah. Die füllen sich aber ganz schön schnell auf. Muss ich sagen. Ja. Wegen den Panzern halt, ne? Schaut euch das an. Da ist unser ganzer Angriff hier. So. Gut. Ich hoffe, dass die uns halt hochhält, ne? Die Raumstation. So, genau. Wir brauchen dir nochmal mehr abziehen, bitte. Ja. Warum? Gold und Eisen. Hab ich doch. Ach, Eisen. Ah, Eisen. Warum nicht? Ach so. Ja, okay. Der hier ist auch nochmal voll. Boah, 4 Transporter voll. Verstanden. 4 Transporter voller Einheiten. Boah, das wird krass. Gleich. Ah, es passiert nichts. Ah, oh, danke. Es passiert nichts. Kapitän auf die Brücke. Heilt uns aber auch nicht Kapitän hoch. Wer kann denn heilen? Raumbasis, kannst du? Könnt ihr heilen? Wo sind unsere Raumbasen? Könnt ihr heilen? Nee. Ah, ihr könnt aber Einheiten mitnehmen. Ah, aber nur Raum... Okay, Raumjäger. Okay. Alles klar. Gut, dann nehmen die auch mal bitte mit. So. Ja, die Yamato, dass die sich nicht hochheilt, ist natürlich blöd. Ah, die haben aber Veteranenstatus oder sowas hier, die Einheiten. Okay, cool. Ja, nehme ich auch. Also, das nehme ich auch gerne an. Aha, da wollte nämlich wieder einer kommen. Antrieb starten ins Unbekannte. Ja, okay. Das hat schon was von Star Wars, muss ich ja ganz ehrlich mal so sagen. So, kannst du jetzt... Nein, könnt ihr nicht. Ach, verdammt. Aber gut. Guck mal, hier sind nur 3... Ach so, ja, das sind ja die... So, okay, das heißt, wir können den Angriff nochmal starten jetzt. Kapitän auf die Brücke. Attentat-Software.
Die kann ich mal wieder in die Basis stellen. Zu den beiden Generälen. Ja, Okan. Ja, Okan. Schwerer Mörser kann weg. Ach, wir haben hier auch. Ach, 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 du Heilige. Fertig, Sir. Haben wir hier unten noch einiges an Einheiten, ey. Schaut euch das an. Fertig, Sir. Natürlich. So, wir haben aber leider das Bevölkerungslimit erreicht gehabt, deswegen. So, aber dann, was heißt, ihr könnt hier mal bitte... Sollte den Angriff noch starten in dieser Folge? Ja, ich denke schon. Ich meine, das ist die Freitagsfolge, da können wir auch mal ein bisschen... Aha! Da können wir auch mal ein bisschen, länger machen, na, finde ich. So, dann. So. Okay. Die Roboter haben wir hier auch noch. Ach ja, stimmt. Alter Schwede. So, okay. Gut. Einmal so. Könnt ihr bitte auch mit? So, dann bin ich jetzt mal gespannt, was sie hier auf dem Mond alles haben. Die Transporter. Vier Transporter mit Einheiten. Bleibt ihr mal bitte im Feuerschutz. Ja, wobei, wartet mal. Ihr könnt ja noch... Verdammt. Eisen ist irgendwie das Problem gerade. Ah, gut. Fachtore geschlossen. Das ist dann Team 3, die Transporter. Die sind Team 2. Das hier ist Team 1. Okay, so dann. Team 1 kann bitte dann nochmal den Weg freiräumen. So. Oh, was? Raumtransporter. Ja, viel Spaß. Viel Glück. Viel Glück, Erde. Ganz ehrlich. Mit deinen scheiß Transportern da. So, das heißt, wir machen jetzt gleich eine super geile Landungsaktion hier. So. Dann sammelt euch mal hier. Oder wisst ihr was? Ich bin gerade ein bisschen nervös wegen den Transportern da. Macht den mal bitte platt da. So, können wir hier landen? Oder sind hier Kanonen? Nein, wir können hier landen. Okay, krass. Damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Okay. Okay, die Moral aller raumfahrenden Einheiten. Ja. Okay, dann. Kapitän auf die Brücke. Mach bitte diese Transporter hier weg. Das sieht geil aus. Richtig schön Star Wars mäßig. So, mach den weg. So, und tschüss. Du auch. Und weg damit. Dankeschön. Boah, die hören sich geil an. So, okay, dann hier raus. Sehr gut. Ihr könnt dann schon mal die Vorarbeit leisten. Ja, ihr könnt dann schon mal die Vorarbeit leisten. Genau. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Ah, schaut euch das an. Ja, sehr cool, die Raumgleiter. Auf jeden Fall. So, dann können wir jetzt hier den Krieg führen. Oh Gott, schnell abladen. Ja, danke. So. Und ihr könnt dann ja... Genau. Ihr seid alle bitte Team 1. So. Team 1 ist nicht mehr die... So. Und dann kämpfen. Wir kriegen hier eine schöne, geile Unterstützung. So. Wunderbar. Und dann dafür hier... Relativ easy, muss man sagen. Also das hätte ich mir schwerer vorgestellt. Aber okay, es ist ja noch lange nicht vorbei, ne? So, okay, dann rein hier und das Kapitol wegmachen. So, Kapitol. Das Mondkapitol ausschalten. So. Sehr nice, Freunde. Sehr, sehr nice. Okay, was ist das denn? Raketenbasis. Wartet mal, speichern mal bitte. Unter Asiaten. So. Weil nicht, dass wir das nicht kaputt machen dürfen oder so. Weil das wäre echt übel.
Okay. Ja, das war's dann schon mit der Gegenwehr, ne? Auf der Bootbasis, ja. Ist nicht mehr viel. Cool, ey. Das haben wir echt gut geschafft, muss ich sagen. So, das haben wir echt gut geschafft. Jawoll. Perfekt. Die Erde, Orkan. Sie liegt vor uns. Jetzt machen wir den letzten Schritt auf unserer Reise. Unser Gegner hat unsere Stärke und Entschlossenheit unterschätzt. Wir dürfen nicht dasselbe tun. Die Erde. Okay. Alles klar. Ja, dann, das heißt, bringen Sie General Buta in die Nähe eines Erdkapitols, um es zu erobern. Wenn 3 Kapitole erobert wurden, muss die Erde um Frieden bitten. Hahaha, okay. Das machen wir wieder in der nächsten Folge. Wir machen jetzt erstmal diesen Mond hier so sauber. Wir machen jetzt erstmal diesen Mond hier sauber. So. So, weg damit. Weg mit dem blöden Zeus. So. Ah, die Art ist doch ganz gut, dass wir die Artillerie mitgenommen haben. Schaut euch das an. So, sind jetzt hier noch irgendwelche Einheiten auf dem Mond? Der Erdmond, ja, 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 da ist noch eine Kanone. Aber sonst wird hier nichts mehr sein, denke ich. Paar Kanonen noch, aber. Ne, ja, sieht echt gut aus. Gut, Freunde. Das war relativ easy. Muss man ja sagen. Also das war echt einfach. Hätte ich nicht gedacht von der letzten Mission, Empire Earth. Hätte ich echt nicht gedacht. Ah, wo werden wir da wieder? Shit. Wo kommen die denn alle her? Okay, die Transporterschützen. Die machen hier einen Gegenschlag. Krass. Okay, dann. Nein, 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 nein. Oh. Wow, ja, okay. Das wird langsam ein bisschen viel hier. Was? Was? Hallo? Okay, mach den kaputt, so los. Den hier auch bitte. Mach die kaputt. Mach die scheiß Dinger kaputt. So, danke. Boah. So. Ey, mein Transporter. Ja, so viel zum Thema, das war einfach. Da kommen die nochmal mit dem Überraschungsangriff an dir. Oh mein Gott. Okay. Damit hätte ich nicht gerechnet, wie gesagt. Okay, aber das haben wir abgewehrt. Sehr gut. Haben wir abgewehrt. Gut. Alles klar. Ah, danke. So, okay, wunderbar. Das heißt, wir können Team 1 wieder hier in die Transporter packen. Verstärkung. Ja, wir kriegen wieder Verstärkungstruppen. Meine Güte. So. Ja, dann mach doch. So. Okay. Alles klar, gut, Freunde. dann würde ich mal vorschlagen. Ihr seid Team 4? Gut. Speichern wir ab. Und gut, liebe Freunde, dann würde ich einfach mal sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, wie es hier dann weitergeht mit der schlussendlichen Eroberung der Erde, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, wenn ihr Bock habt, mal ein bisschen privat zu quatschen oder so, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu meiner Discord-Server. Ich würde mich freuen, euch da zu sehen. Und ja, wie gesagt, wie es hier weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und da würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.